Ich melde mich mit einer neuen Rezension bei euch. Und zwar soll es um das neue Buch von Adele Parks gehen. Bei deinem Leben ist im HarperCollins Verlag erschienen für 14,99 Euro. Und das Ganze hat 464 Seiten. Mir wurde das Ganze freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Hier geht es um ein Zwillingspärchen, um Anna und Zoe. Zoe ist ja sehr extrovertiert, ja hat auch schon Erfahrung mit Drogen gemacht, also ist mehr so der flippige Typ. Und Anna ist das komplette Gegenteil. Sie ist mehr so die stille Mäuschen, sie engagiert sich in einem Wohltätigkeitsverein und ist halt noch auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Und ja, sie begibt sich online auf die Suche und wird dort fündig. Und zwar lernt sie Nick kennen. Die beiden haben auch ein Date und irgendwie ergibt sich das so, dass sie sich immer wieder treffen und dann halt irgendwann ein Paar sind. Das Ganze passt so aber nicht so in den Kram. Sie meint, sie muss Nick als Lügner entlarven. Und wie das Ganze weitergeht, darf ich euch jetzt natürlich nicht verraten. Ich kann nur sagen, so ab drei Viertel des Buches kam eine Wendung, die war echt mega krass. Das Buch war die ganze Zeit mehr für mich so ein Vier-Sterne-Buch. Und mit der Wendung und mit dem Ende dann ist es dann doch noch zu einem Fünf-Sterne-Buch von der Geschichte her geworden. Einzigster Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, dass ich fand, dass es sich nicht so sehr flüssig lesen lässt. Aber das ist auch alles, was ich zu bemängeln habe. Also die Story ist echt schon ausgetüftelt, muss ich sagen. Und ich würde es auch gar nicht unbedingt als Roman bezeichnen. Ich würde es auf jeden Fall als Spannungsroman bezeichnen, in Teilen sogar als Psychothriller. Und es wird auch bei mir bei den Zwillern stehen und nicht bei den Romanen. Ich finde, das passt einfach besser zu der Geschichte. Und ja, also Zoe war wirklich so ein ganz spezieller Charakter. Auch so ein bisschen so ein Hasscharakter, finde ich. Und die Wendung, die das Ganze dann genommen hat, die habe ich absolut gar nicht kommen sehen. Obwohl ich ja sehr viele Thriller schon gelesen habe. Ich habe schon gedacht, dass irgendwas da noch kommt, aber dass es in die Richtung geht, da war ich völlig platt. Das war so ein richtiger Wow-Moment. Und wie das Ende gestaltet wurde von der Autorin, fand ich auch gut. Und ich fand auch, dass die Wendung hinterher sehr gut, ja, wie soll ich sagen, beschrieben wurde. Also es wurde dann nicht einfach drüber hergegangen, sondern man ist wirklich auf diese Wendung eingegangen und was das Ganze, wie das Ganze zustande gekommen ist und so. Das fand ich sehr gut. Und also es war jetzt wirklich ein Roman ohne Blutvergießen, mehr so auf die Psyche ausgerichtet. Wie gesagt, ein Spannungsroman. Auch wenn ich teilweise schon sagen würde, also es hat schon so ein bisschen Thriller-Potenzial. Also wenn man wirklich mit Thriller anfangen möchte, dann wäre das wohl die richtige Wahl, dabei so einen Spannungsroman anzufangen. Wie gesagt, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich kann euch eine klare Lese- und Kaufempfehlung geben. Ich habe im Moment bloß immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, Bücher zu bewerten, wenn die zwischen 4 und 5 Sterne sind. Weil ich ja sonst immer mit halben Sternen gearbeitet habe und das jetzt mal lassen wollte. Dann aber immer das Gefühl habe, wenn ich 5 Sterne gebe, dann muss das wirklich der Knaller schlechthin sein. Und ja, ich denke mir aber, wenn man so wie ich 160 Bücher circa im Jahr liest, dann darf man auch wohl 20 5-Sterne-Bücher haben. Und von daher möchte ich dieses einfach bei den 5-Sterne-Büchern einreihen, weil ich die Geschichte einfach grandios fand. Und ja, es wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Bücherregal bekommen. 5 Sterne von mir für Bei deinem Leben von Adele Parks. Und ja,
Berichtet mir doch gerne mal, ob ihr schon was von der Autorin gelesen habt. Ich habe auch schon vorher ein oder zwei Bücher von ihr gelesen, muss ich gleich mal nachgucken. Hier steht, sie hätte 16 schon veröffentlicht, aber ich glaube nicht, dass die auch alle in Deutschland veröffentlicht wurden. Eins habe ich auf jeden Fall gelesen, das weiß ich, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und ja, würde mich mal interessieren, ob das Buch interessant für euch ist oder eher nicht, oder ob ihr es schon gelesen habt und vielleicht ganz anderer Meinung seid, lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen was zu sagen, damit ich auch ein bisschen Rückmeldung von euch habe, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auch sehr über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich gerade entdeckt habt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen, dann kann ich auch bald endlich mal nach einem halben Jahr meine 400 Abonnenten Gewinnspiel, also 400 Abonnenten Special machen. Und ja, das war bei deinem Leben von Adele Parks. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!